Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 8 von Zenith oder Zenith, wie auch immer. Wir machen mal weiter hier am Buch der Bücher. Was ist das? Das Buch des Evolutors, keine Ahnung. Ist das einer meiner Zaubertränke auf dem Einband? Am Anfang waren wir bloß Ungeziefer, doch er in der Welt da oben hat sich unseren Zustands erwarmt. Er verwandelte und verbesserte uns. Er übergoss uns mit seinem heiligen Elixieren. Oh, Turtles ist grüßen, oder was? Bis heute preisen wir ihn für seine Gabe. Sein Name soll alle Türen öffnen. Ach du meine Güte, all das, das kann unmöglich bedeuten, was ich denke, dass es bedeutet. Ja doch, unser Name kann die Türen öffnen. Ja, bla bla bla, ja, da wissen wir Bescheid. Ja. So. Und jetzt kann ich alle Türen öffnen, wenn ich den Bock hätte und nicht gerade Stress mit irgendwelchen Gegnern hätte. Aber denen gebe ich jetzt mal ordentlich. So, den machen wir jetzt down, den anderen Typen da. Den wollte ich down machen, aber irgendwie habe ich Schaden bekommen. Habe ich mich echt hitten lassen? Bin ich so schlecht? Ah ja, ich bin so schlecht. So. So, alles nehmen und weg. Das war Gott sei Dank ein Heiltrank. Ja, also es macht schon Sinn, die Sachen auch einzusammeln, weil dann bekomme ich auch so mal einen Heiltrank oder sowas. Macht schon, wie gesagt, Sinn. So, bam. Und jetzt geben wir dem. Jo, ganz easy. Nein, einsammeln. Aha. Jetzt könnten wir eigentlich den Heiltrank, den ich jetzt so bekommen habe, einfach auch mal nutzen. Machen wir auch so, dass wir da halbwegs fit da rumlaufen. So, unser Name soll die Tür öffnen. Nein. Jo, laufen wir weiter. Och, die zaubern da alles noch rum. Interessieren sich nicht wirklich für uns. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Jetzt wollen sie es richtig wissen, oder was? Jetzt geben wir dem mal richtig, dem Argus da. Bam. So, nein, war nur Gold. Okay, alles klar, wunderschön. So, machen wir die hier down. Den hier down, mach ihn down. Den Tiger. Lass ihn raus. Oh, und so weiter. So, oh, bald haben wir ein Level up. Das wäre schon mal ziemlich sinnvoll. So, weg. Argus, du musst weg. So, und bam, jetzt geben wir dem und weg. So, geht ja eigentlich recht gut. Immer ausweichen dann. Stimmt, ich hätte noch das Schutzschild da, das ich irgendwie nie nutze. Okay, wunderschön. War ja ganz easy. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Achso, ich kann die Tür hier öffnen, wenn ich Bock hätte. Das muss die Tür sein. Sieht aus, als bräuchte ich ein Passwort, um die Truhe, um die Tür zur Kammer des Ältesten zu öffnen. Avalan Argus Windel. Jo. Oh Mann, das ist surreal, aber ein Versuch ist es wert. Der wahre Name des Evolutors lautet Argus Windel. So ist es. Und rein mit uns. Und es funktioniert. Wahnsinn. Diese Typen haben es geschafft, einige antike Artefakte der Mythos-Ära mit normalen Techniken zu kombinieren. Und ich vermute, dass sie auch etwas von meinen Wesen haben, wenn sie Magie nutzen. Was? Ark, was ist denn jetzt kaputt? Jo. Ah, ich hasse diese verdammten Ratten, Leute. Ich hasse sie. Die Tür ist ruiniert. Vielleicht kann mir Kriege bei der Reparatur helfen. Bestimmt der Typ. Finde Krieg, ja, genau. Krieg soll immer da helfen, nicht Kriege. So, Krieg, hilf mir bitte. Krieg? Wo ist er? Ich werde mich mal umsehen. Jo, ab ins Buch gucken. Forschungsprotokolle. Mal sehen, was in der letzten Aufzeichnung steht. Zum Glück habe ich einen menschlichen Freund gewonnen und er hat mir bei der Beschaffung der Entwürfe geholfen. Vielleicht kann ich dieses Chaos wieder in Ordnung bringen. Sieht aus, als würde ich viel Zeit in meinem Geheimlabor verbringen. Krieg hat komische Vorstellungen von einem Forschungsprotokoll. Ich sollte mir dieses Geheimlabor mal ansehen. Soweit ich Krieg einschätzen kann, wette ich, dass dieses Geheimzimmer hinter den Bücherregalen befindet. Jo, welch Wunder. So, bla. So ist es. Aha, theatralische Köpfe sind so durchschaubar. Jo, so ist das. Sind jetzt in meinem Geheimlabor? Oh, was ist denn hier los? Aha, ich wusste es. Ich wusste, dass du für das Erscheinen des Golems verantwortlich warst. Ein Erdbeben, das ich nicht lache.
Es war ein Unfall. Ich habe sie hier kaputt vorgefunden. Ich habe einen repariert, um mir beim Öffnen der Tür zu helfen. Aber dabei habe ich irgendwelche komischen Protokolle aktiviert und bin weggerannt. Ich werde dieses Chaos irgendwie schon wieder in Ordnung bringen, ich schwöre es. Welche Tür? Oh, diese Tür. Ach du meine Güte, also stimmen die Gerüchte. Ach du Scheiße, ich hatte wirklich gehofft, es war nur eine Übertreibung. Was? Denkst du, diese gigantische Festung wurde grundlos aufgegeben und dass diese kaiserlichen Golems und Skelette hier einfach nur ein Picknick machen wollten? Diese Festung ist alt, Krieg. Diese Ebenen, auf denen ihr euch niedergelassen habt, stammen aus der Mythos-Ära, als die Götter und andere Dinge noch unter uns wandelten. Während des Krieges dachte man darüber nach, die Festung wieder zu öffnen. Diese Typen dort müssen den Rest der Restaurierungsteams sein. Wenn sie Golems trugen und trotzdem starben, kann aus dieser Tür nichts Schönes herausgekommen sein. Einige Dinge sollte man nicht stören. Jo. Aber du bist ein Magier, oder? Du verstehst doch sicher die Neugier, den Wissensdurst. Ich muss wirklich los, besonders nachdem ich das gesehen habe. Ich brauche deine Hilfe bei der Kammertür des Ältesten. Kannst du mir da behilflich sein? Sicher, los geht's. Jetzt kommen wir immer ein Stück weiter, oder was? Siehst du, der Mechanismus ist ruiniert. Das Ding hat mich fast umgebracht. Also, das war ich, ups. Gut. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber ich meinte nicht diese Tür. Ich meinte die Tür da drüben. Die ist noch nicht mal verschlossen. Oh nee. Aber du sprachst doch von einer Tür mit einem blauen Licht. Hat die ja auch. Jemand muss sie abgemacht haben. Du verdammter Idiot. Du hättest dich doch auch genauer ausdrücken können. Ich bin mitten in einer Notlage und habe gerade einige wertvolle Minuten vergeudet. Okay. Es tut mir leid, ich bringe dich zum Ausgang. Na dann, los. Alter, ist das so geil, die falsche Tür. Oh, haben die sich einen Schrott da einfallen lassen? Echt unfassbar. Oh Mann. Wahnsinn. Echt richtig bekloppter Müll, ohne Witz. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Geschichte hier weitergeht. So geht's weiter. Mit einem Speicherkristall und Heiltrinken. Ist das gut? Und ein Bossraum, oder? So sieht's fast aus. Gehen wir mal auf Slot 2. Jo, gespeichert. Hier hinten ist nichts. Ja, nach vorne, das sieht... Nutzen wir mal einen Heiltrank. Da vorne, das sieht nach Bossraum aus, oder? Großer, viereckiger Raum ist nie gut. Oh, was ist da los? Der Älteste. Ja, Bertler. Halt, Eindringling, wir werden dich aufhalten, so lautet der Befehl des Boten. Argus, lass mich endlich in Ruhe. Es ist offensichtlich, dass ihr mir nicht erhaben seid. Oh, was ist hier los? Kommandant Krach. Das werden wir ja sehen. Spezialkräfte, Angriff. Oh Gott. Oh, mein Knie. Ich glaube, ich habe mir den Schwanz gebrochen. Spezialkräfte, das SEK sozusagen, oder die Ratten-Einsatzkommando, REK oder was? Spezialkräfte in der Tat. Bitte, liebe Leute, blamiert euch nicht selbst. Ich fühle mich langsam ein bisschen schuldig. Rattenmann, Kommandant, wir haben ja gesagt, dass der Plan Mist war. Schluss mit dem Gemecker, ergreift den Menschen. Er sieht schlecht aus, Argus. Da ist der Älteste. Warte, habe ich richtig gehört? Wie lautet dein Name, Mensch? Argus Windell. Und bevor ihr fragt, ja, ich bin der Argus Windell. Unmöglich. Kniet nieder, ihr Nachen. Ihr steht vor dem Evolutor. Evolutor, keine Ahnung. Gepriesen sei der Evolutor. Gepriesen sei er. Oh Mann, du bist dieser Evolutor-Typ. Argus, stimmt es, dass du uns ausspionierst, wenn wir aufs Klo gehen? Oh, das ist die erste Frage, die dir in den Kopf kommt. Also dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Ich möchte nur zurück an die Oberfläche. Das ist leicht. In diesem Raum gibt es einen Durchgang zu diesem alten Zweck. Ja, super, dann kann ich gar nicht mehr abwarten hier raus. Oh, scheiße. Jo, das war ja klar. Ich sag hier ein Bossraum.
So. Eindringling entdeckt. Aufruhen werden nicht toleriert. Fakt, hohe Bäume werfen lange Schatten. Vorwärts, Evolutor, zerschmettere den falschen Boden mit deinem Zorn. Hey, ihr werdet doch wohl nicht von da oben zusehen. Oder wollt ihr nicht eurem Evolutor helfen? Wir glauben an deine Fähigkeiten. Ihr könnt auch hier unten glauben. Das ist ein interessanter theologischer Punkt. Wir würden uns freuen, darüber mit dir zu diskutieren, wenn du dieses Ding besiegt hast. Das ist so unfassbar. Ich bin erst seit 5 Minuten Gott und schon jetzt will ich meinem Volk die Seele aus dem Leib prügeln. Eindringling hat sich nicht identifiziert. Vernichten, vernichten. Für das Imperium. Besiege den Golem. Oh, nett. Echt nett. So. Oh, das ist nicht gut. Oh, was macht denn der da? Das ist gar nicht gut. So, und jetzt wird hier mal ein bisschen geschnippelt. Schnippelalarm. Oh, ist das ein geiles Schutzschild? Ein ungeiles Schutzschild. Ach du Scheiße. So, einfach feuerfrei drauf. Oh, nee, nicht die Aktion schon wieder. So, dann können wir kurz in den Nahkampf gehen, oder was? Verstehe ich das richtig? Jo, kurz können wir das zumindest mal. Dann können wir hier den da wieder machen. So, und jetzt muss ich hinter ihn kommen, oder was? Ja, genau. Ja, da haben wir die Angriffsmuster schon durchschaut. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Jetzt fängt er wieder an, sein Getrommel da zu machen. Dann können wir kurz in den Nahkampf. So, ganz kurz in den Nahkampf. 2, 3 Hits und weg. So, und dann macht er das Ding da. Ja, genau. Und jetzt kann ich kurz Gas geben. Jetzt lädt er sich da auf. Ah, ich kann sogar... Jo, kann einfach so hinten dran. Wunderschön. Jetzt macht er nochmal seine komische Stampfattacke da. Können wir wieder in den Nahkampf. 2, 3 Hits. So, und weg, sagte ich. Oh. So, jetzt können wir nur mal ganz kurz hier... Oh, jetzt bin ich weggebeamt worden. Was mache ich da? Oh, verklickt. So. Ich könnte mich ja mal kurz heilen. Wir haben eigentlich genügend Heiltränke dabei, oder? Oder sind wir sparsam? Wir sind sparsam. Oh, oder auch nicht. Besser nicht. Ah. So, er fängt immer links an. Dann geht er so hier rüber. So, bam. Und weg. Jetzt wird getrampelt. Und wieder zurück. Dann können wir kurz einen Nahkampf. 2, 3 Angriffe machen. Komm, jetzt bleib ich einfach dran. Jetzt wird er down gehen. Oh, fast. Fast. Nein. Links anfangen. So. Jetzt den hier. Achso, ist wirklich dann unempfindlich für Schaden, oder was? Ah, jetzt ist er down. Wunderschön. Sehr geringer Schaden erlitten. Aktivierung der Alternativattacke. Dieses Ding ist unzerstörbar. Nicht für mich. Och jo. Das war ja klar. Super. Warnung, Energiefeld, Schlussprotokoll wird geladen. Krieg, du verdammter Narr. Was zum Teufel hast du getan? Schlussprotokoll? Das habe ich nicht erwartet. Ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Keine Sorge, nach diesem wirst du sicher noch, sicher keine mehr machen. Versuche ihn aufzuhalten, schlag ihn mit einem Stock oder so. Ich habe es die letzte halbe Stunde geschlagen, es ist ihm scheißegal. Ich weiß nicht, improvisiere oder wir werden sterben. Oh, was muss ich machen? Muss ich das Ding da holen? 9, 8. Was muss ich machen? Keine Ahnung, ich habe null Ahnung. Abhauen vielleicht? Mir fällt da nicht viel ein. Und jetzt, achso, vielleicht ein Schutzschild. Oder wir müssen sterben. Wird geladen. Und jetzt bin ich tot, oder was? Hä? Was ist denn nicht wahr? Abschlussprotokoll vollständig. Alle Systeme werden heruntergefahren. Danke für Ihr Vertrauen in unser System. Das ist doch einfach nicht wahr, das hier. Jo, alles sprachlos. Ihr Mechomagier oder Mechanomagier könnt mich allesamt mal und ihr Golems mit eurem bescheuerten Sinn für Humor auch.
Gepriesen sei der Evolator oder wer auch immer. Nächstes Mal würde ich ein bisschen mehr Hilfe und ein bisschen weniger Gepreise schätzen. Ja, mein ja nur. Oh, ich meine ja nur. Hey, Ehre sei dir, Evolutor. Du hast uns nicht nur mit außergewöhnlichem Verstand gesegnet, sondern uns nun auch mit dem mechanischen Dämon gerettet. Kein Problem, was man nicht alles für uns große Menschen im Himmel tut. Wie komme ich hier raus? Ist das ein Test? Nun, diese Tür führt dich nach oben in die Außenwelt. Gut, ich gehe dann mal. Viel Spaß bei euch, bei was auch immer ihr hier unten tut. Wartet, hast du keine letzten Worte der Weisheit für dein ergebenes Volk? Was sollen wir tun, um voranzukommen? Was? Gelehrsamkeit ist der Weg. Werdet stärker. Wo werdet stärker? Vielleicht solltet ihr lernen, wie man sich gegen Schläger wie ihn wehrt. Wir werden über deine weisen Worte nachdenken, Evolutor. Wir werden uns in deinen sich immer wandelnden Hallen wiedersehen. Sicher, lasst mal von euch hören, danke. Warum die Eile? Du könntest noch eine Weile bei uns bleiben, jetzt wo alles geklärt ist. Sorry, aber ich muss wirklich gehen. Irgendein idiotisches Mädchen steht kurz davor, ungewollt die Welt zu zerstören und ich muss sie aufhalten. Oh, dann solltest du wohl besser gehen. Auf Wiedersehen, Argus. Auf Wiedersehen. Viel Glück mit deinen Experimenten, aber lass diesmal diese verdammte Tür in Ruhe. Wenn du wirklich neue Dinge entdecken willst, geh in die Außenwelt. Da gibt es mehr als genug Lernstoff für den Rest den Rest deines Lebens beschäftigt sein dürfte, beschäftigen würde. Jo, was weiß ich. Gott, war das sinnvoll. Sinnlos. Rattenmann. Hätten wir ihm nicht sagen sollen, dass wir unseren Sprengstoff da oben lagern? Warum? Es ist der Evolute, er ist allwissend. Hoffe ich. Oh, passiert nichts. Gut, okay. Ich dachte schon, jetzt spreng ich mich in die Luft oder sowas. Dem Spiel ist alles zuzutrauen. Da kann immer alles passieren. Alter, war das eben so geil mit dem Bosskampf, dass er sich da in die Luft sprengt und so weiter. Oh Mann, und dann kommt der doofe Wecker da. Oh, oder die Musik. Wahnsinn. Und ich habe wirklich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie man den am Schluss besiegt. Und muss Magie XY einsetzen. Irgendwas, irgendwann, irgendwo. Ja, aber dann war es ja doch anders gekommen. Gott sei Dank. Oh nee. Wir sind heute an diesem traurigen Tag hier zusammengekommen, um Gertrude Plean die letzte Ehre zu erweisen. Ich sehe nichts. Verdammte Scheiße, da hilft ein. Geliebte Großmutter und zentraler Pfeiler unserer Stadt. Hä? Wer ist in diesen Truhen? Hier steht was. Achtung, Bergbausprengstoff. Von offener Flamme fernhalten. Oh. Möget ihr für immer in der Herrlichkeit der... Bumm. Heilige Scheiße! Jo. Zauberei! Die Untoten sind auferstanden! Lauft! Hust, hust. Das war knapp. Zum Glück habe ich gute Reflexe. Jo. Flieh aus Gelebren. Okay, zuerst speichere ich mal. Ja, und mit diesem Speicherstand würde ich sagen, machen wir auch Schluss für heute. Dann machen wir am nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich bin mal gespannt, wie es dann hier generell so weitergeht. Wir holen uns noch die Heiltränke hier mit. Ja, und wie die ganze Story weiter verläuft, ist hier wirklich schon ziemlich merkwürdig, um es mal so zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.